Hallo Oliver Fischer, herzlich willkommen hier zum Video. Und jetzt sprechen wir dich einfach mal ganz direkt drauf an. Du bist ja der Brot- und Butter-Immobilienexperte. Was ist denn eine Brot- und Butter-Immobilie für dich? Fabian, hallo, toll, jetzt hier das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Ganz klasse, klasse Junge, toll, was du machst. Und was ich ganz besonders bei dir toll finde, ist, dass du wirklich die Jugend aufwühlst und aufstachelst, die Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Und ich weiß von dir, dass du sehr zielstrebig bist und das auch den Jugendlichen oder den auch den jungen Investoren weitergibst. Hut ab dafür, was du machst. Ganz, ganz toll. Ja, Dankeschön. Brot- und Buttermobilien, hallo. Ja, erstmal Oliver Fischer, 54, 55 Jahre alt jetzt, 34 Jahre im Immobiliengeschäft unterwegs und schon einiges gemacht. Und ja, was sind Brot- und Buttermobilien? Für mich sind Brot- und Buttermobilien ganz einfache Immobilien, die eben am meisten auf dem Markt sind. Dreizimmerwohnungen, kleine Reihenhäuser, kleine Doppelhaushälften. Eigentlich eine Brot- und Buttermobilie, die sich jeder leisten kann. Daher kommt ja auch der Begriff Brot und Butter. Das ist die Grundnahrung. Und für mich sind eben Immobilien in diesem Bereich kleine Wohnungen, die eben von Eigennutzern und aber auch von einer Vielzahl von Leuten genutzt werden können. In einer Brot- und Buttermobilie, Dreizimmerküche, Bad. Kann Single wohnen, kann ein Paar wohnen, kann eine kleine Familie unterkommen, sogar auch mal mit zwei Kindern. Und deswegen habe ich dann einen riesengroßen Käuferkreis und auch eben sehr, sehr viele Immobilien, die da reinpassen. Ich liebe das, weil ich risikoarme Geschäfte liebe und deswegen mag ich Brot- und Buttermobilien im Handel wie auch in der Vermietung. Das hat mich ja so verfolgt, das Wort, dass wir sogar einen Brot- und Butterhund gesehen haben in den Philippinen. Ja, habe ich gesehen, das Video, ja. Ja, hier haben wir ein klassisches Beispiel für einen typischen Brot- und Butterhund. Da wäre der Oliver Fischer stolz drauf, Marci. Gell? Gell? Gute Brot und Butter Toast. Jetzt fangen wir mal vorne an. Wo findest du die Brot- und Butter-Immobilien? Also klar, es gibt viele am Markt, es gibt viele bei Maklern, klar, aber die Maklerimmobilien, die sind ja meistens schon verkaufspreisoptimiert angeboten. Und du musst ja, denke ich jetzt mal, relativ günstig einkaufen, wenn du die durchhandeln möchtest. Und am Makler, klar, kann man da ab und zu was finden, aber ich denke mal, off-Market geht da auch einiges. Oder wie findest du diese Deals? Ja, wir gehen sehr gezielt vor, dass wir eben eine wirklich tiefe Marktanalyse machen, was wird wo gekauft. Wir haben ja heutzutage das Internet, wo wir viele Daten recherchieren können und auch viele Plattformen, die uns die Daten bereitstellen. Als ich damals angefangen bin, ging es eben nicht so. Da musste man über die Zeitung sich Immobilien raussuchen und dann hinfahren und gucken und erst mal anrufen und so. All das haben wir heute nicht mehr. Bei mir ist es so, ich mache sehr, sehr gezieltes Direktmarketing. Das ist mein Haupt Leadquelle, also Kontaktquelle zu privaten Hausverkäufern oder Wohnungsverkäufern. Und da suchen wir uns, wie gesagt, direkt die Immobilien aus, die auch gesucht sind von der Zielgruppe, zum Beispiel junges Wohnen, und kaufen dann speziell für diese Zielgruppe ein. Auch dann oftmals diese alte Leutehäuser, eben nicht negativ gemeint, aber eben Häuser, die von älteren Leuten bewohnt werden, wo die Umzugsquote dann auch am höchsten ist. Und die bewerben wir direkt. Geben denen eine Menge an Hilfestellungen beim Einkauf, wenn die Leute uns eine Immobilie verkaufen. Und so kommen wir dann eben an Immobilien. Das ist aber nur ein Punkt, dass wir eben zum Beispiel Mailings machen, dass wir Schilder aufstellen, dass wir eben auch über direkte Zielgruppen, Besitzer wie zum Beispiel Nachlassverwalter und eben unser Netzwerk aufbauen. Und da kommt das meiste her. Allerdings auch über Makler natürlich, über Verwerter allgemein, Bankmakler ganz stark. Und so weiter. Alle, die eben diese Art von Immobilien haben. Und das ist eben die Brot- und Buttermobilie, gibt es überall in ganz Deutschland, von Sylt, München. Und das ist meine Lieblingspreisklasse, weil da am meisten los ist. Da ist viel Konkurrenz, aber genau das liebe ich. Wie machst du das, wenn du jetzt ein Mailing startest? Also hast du da irgendwelche Vorgehensweisen, wo du Adressen rausfiltern kannst? Schickst du einfach an alle, die irgendwie öffentlich zugänglich sind in einer Stadt, oder nimmst du einfach Hausnummern durch und schickst sie ohne Name hin? Das geht ja auch irgendwie, dass es ankommt. Also wie machst du das Naja, genau? Sagen wir mal, der erste Schritt ist eben diese Marktanalyse zu machen, wo wird gekauft und was wird gekauft. Kaufe, was gekauft wird. Das ist eben das allererste. Welche Käufergruppe ist eben stark? Wie finanzieren die? Wie alt sind die? Was haben die für einen Bedarf an Raum? Und so weiter.
Das ist die erste Analyse, die ich mache oder die wir eben auch machen, auch bei mir in den Trainings. Das zweite ist eben die Analyse der Immobilie. Welche Immobilie suchen die? Dann gehen wir eben in den Markt, wo diese Immobilien, die von der Zielgruppe gesucht werden und bezahlt werden können, auch finanziert werden können, dass wir die dann akquirieren. Da haben wir natürlich den größten Hebel, wenn wir uns auf ältere Leute, alte Leutehäuser spezialisieren. Ich sage immer älter als 65 Jahre und länger als 10 Jahre Wohndauer. Das ist dann eben die höchste Quote der Immobilieneigentümer in Deutschland, die die höchste Quote an Umzügen hat, also die höchste Umzugsquote, kurz gesagt. Ja. Mhm. Und die akquirieren wir dann oder schreiben die direkt an und fragen, ob sie jemanden kennen, der ein Haus verkaufen möchte. Ja. Okay. Und dann ist immer mal wieder einer dabei. Basieren eben auf die Liste, die wir uns selber erarbeiten und daraufhin schreiben wir die Leute dann an. Bei Eigentumswohnungen ähnlich, aber es ist schon eine gezielte Ansprache einer gezielten Gruppe von Eigentümern, die wir akquirieren. Aber es sind, wie gesagt, wir haben über 30 Wege, das zu machen und auch, ich weiß gar nicht, 12, 15 Datenquellen, die wir nutzen und wo wir dann eben unser System abgleichen auf das, was wir wollen. Wir wollen Verkäufer, wir wollen Käufer und die bringen wir im Endeffekt zusammen und dazwischen machen wir eben unseren Profit. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Liste erstellst, ist es dann schon vorgekommen, dass ihr rumlauft einfach und alle Häuser anschaut, die potenziell passen und dann schreibt ihr die Adresse auf und den Namen und dann ist das ein Teil eurer Liste? Macht ihr genau, sowas auch? Das ist eben auch ein Teil unserer Liste, das nenne ich Geldfahrt oder auch Geldspaziergang, dass man eben durch spezielle Gegenden geht, wo man weiß, da ist Umsatz, da wird gesucht, dass wir dann uns Immobilien raussuchen, die ungepflegt aussehen, die eben auch gleich sichtbar von älteren Bewohnern bewohnt wird. Stichwort zum Beispiel Plastikblumen im Fenster. Das ist eben Indikator dafür, dass da ältere Leute wohnen. Und die kommen dann auf die Liste und die werden dann eben auch über eine ganze Zeit angeschrieben. Verschiedene Art und Weise, Postkarten, Briefen und so weiter. Okay. Wie ist denn die Quote, wenn du jetzt 100 Leute hast? Das kommt auf die Liste drauf an. Man kann es ganz schlecht sagen, weil viele sagen, okay, ich habe 1000 Karten verteilt, ich habe nur 8 Anrufe gehabt. Der andere sagt, ich habe 100 Karten verteilt, ich habe 16 Anrufe gehabt. Der 100 Karten verteilt hat, hat wesentlich mehr Arbeit in die Auswahl der Liste, Auswahl der Verkäufer gesteckt. Mhm. Er hat sich darum gekümmert, wie lange wohnen die da schon, hat vielleicht auch schon irgendwelche Informationen, dass da was passiert ist, zum Beispiel jemand gestorben ist. Ja, wir beobachten natürlich den gesamten Markt und der Markt, wenn jemand verstirbt, ist natürlich ein Markt, wo wir uns drauf konzentrieren. Da kannst du, sagen wir mal, 17 Anschreiben machen als Beispiel und du kriegst 3, 4 Rückrufe, wo du dann vielleicht eins von kaufst. Was ist das für eine Quote? Ja, dann hast du 30% Quote. Cool. Deswegen kann man nicht immer so über Quoten gehen. Die einen lassen 5000 Flyer verteilen, haben 0 und wir haben 17 und kriegen 4. Ja, deswegen ist es nicht immer Quote, Quote, Quote. Es ist Return on Investment. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir investieren in Direktmarketing und was investieren wir? Sag ich mal, 1000 investieren wir. Wir kriegen im Endeffekt 10.000 dafür raus. Das ist die Quote. Okay. Alles hat nur mit Aktionen zu tun. Viel davon oben in einen Trichter rein und die Goldstücke unten rausfangen. Okay. Wir haben das immer so gemacht. Also wir haben bisher immer nur leere Objekte gesucht und die dann angesprochen über die Nachbarn und so. Und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Nur ist halt das Problem folgendes. Es gibt wenig leere Objekte. Also von der Zielgruppe, von der du gesprochen hast, da gibt es deutlich mehr natürlich als leerstehende Häuser. Ja, das ist auch schon ein Schritt zu weit. Wenn die Immobilie leer ist, dann ist auch schon der Verkaufsgedanke ja schon weitergegangen. Bei den Erben oder auch bei Leuten, die umgezogen sind oder umziehen. Wir sind eigentlich gleich am Anfang da. Deswegen, wenn einer überlegt, dann denkt er, okay, wir haben hier jetzt schon 3 Monate lang so eine gelbe Postkarte gekriegt. Die hat 3 Monate lang zum Beispiel nicht gewirkt oder zum Beispiel ein ganzes Jahr nicht gewirkt und auf einmal kommt der Gedanke, oh, ich will jetzt doch umziehen. Ich habe eine kleine, tolle Seniorenwohnung gesehen, die kann ich auch bekommen, da kann ich umziehen, da kann ich einziehen, da mache ich mir jetzt Gedanken, aber was mache ich mit meinem Haus? Ah, ja, genau. Ich habe immer hier von so einem netten jungen Mann, der ein Haus sucht und der findet einfach nichts, den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, oder eben auch als Firma genau das Gleiche, wenn man das eben als Firma macht und viele verschiedene Sachen anbietet. Dann kommen die Leute erst. Ja. Das ist ja ein Glücksfall, wenn du 1000 Karten verschickst und 999 denken gerade ans Umziehen und wollen ihr Haus schnell verkaufen
und das so stressfrei wie möglich und so schnell wie möglich, wie sie es bei uns ja bekommen. Ja. Und dann schreibst du wirklich drauf, hey, ich bin der Oliver und ich suche ein Haus. Genau, so ähnlich. Persönliche Ansprache. Mhm. Ja, aber was ist, wenn du es dann weiterverkaufst? Dann denken die Leute vielleicht, du willst einziehen und dann denken sie, hey, ich gebe dir das Haus, du bist ein sympathischer Typ und dann wird es saniert und weiterverkauft. Ist doch dann. Ja, aber gut, das ist ja ganz normal. Wenn ich mit den Leuten direkt dann spreche, dann stelle ich mich ja auch als Profi vor, dass ich eben auch mehrere Immobilien habe und auch die renoviere und auch teilweise wieder verkaufe. Ich halte da ja nicht hinterm Berg. Und du musst immer sehen, diese Postkarte anzeigen, alles, was wir machen, ist der erste Schritt, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, damit die Leute sich melden, die was verkaufen wollen in der nächsten Zeit. So, und das ist der erste Schritt. Wenn einer dann nicht mit einverstanden ist, dass ich Immobilienhändler bin, dass ich Profi bin, dass ich ihm den besten Dienst, den besten Preis geben kann, weil ich eben günstiger saniere als andere, dass ich ihm die besten Bedingungen geben kann, dass ich mich finanzieren brauche, sofort bezahlen kann, wenn es sein muss, übermorgen. Theoretisch rechtlich ja nicht möglich, aber möglich aus meiner Sicht. Ja. Und all diese Sachen, diese Vorteile nicht möchte, dann kann ich auch nichts machen. Ja. Es ist ja auch so, dass ich nicht jeder, der mich anruft oder uns anruft, der dann, dass wir das die Immobilie kaufen. Ja. Ist ja nicht so. Wir haben aktuell eine Quote von 15 zu 1. 15 Angebote, die wir reinkriegen, ist ein Deal dabei, plus 2, 3 andere Verwertungen noch der Leads. Aber es ist ja nicht jeder. Also, ne? Deswegen, wir müssen schon ein bisschen was tun, damit eben die Leute anrufen und dann muss man denen eben auch die Vorteile bieten, die sie bei anderen nicht haben. Und oft ist es nicht der Preis, sondern mehr die Bedingungen. Ja, okay. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Es ist eine Fleißarbeit und mit der Zeit musst du natürlich auch so ein bisschen dein kleines A-Team, sage ich immer mal, aufbauen, damit das dann durchläuft. Es müssen ja auch, selbst wenn du sehr, sehr viel Marketing machst, das muss auch beantwortet werden, es muss vorsortiert werden und so weiter und so weiter. Wenn man jetzt vielleicht 3, 4 Immobilien im Jahr handeln möchte, braucht man diesen Riesenaufwand nicht machen. Dann gibt es kleine, einfache Sachen, die da zum Erfolg führen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 2, 3 Immobilien im Monat machen willst, musst du dir schon ein System aufbauen, was funktioniert und was eben auch ständig Leads einbringt. Wie viel investierst du monatlich in Reichweite? Aktuell ist es nicht mehr so viel, weil wir ziemlich runterfahren. Ich bin auch bei 1, 2 Immobilien im Monat. Und ja, wir kommen von 30.000 Mailings runter jetzt auf 7.000 im Monat. Das kostet dann schon auch 7.000 Euro, 10.000 Euro, oder? Etwa? Mailing? Mhm. Nein, 2,5. 2.500. Okay, das ist ja schon billiger als das Porto. Was? Ist es nicht günstiger als das Porto? Ja, du kriegst ja verschiedene Direktmarketing-Sachen, kriegst du ganz andere Preise. Ah, okay. Es werden auch nicht alle unbedingt verschickt, sondern die werden auch teilweise händisch verteilt. Zum Beispiel Eigentumswohnungen, die können wir schlecht anschreiben. Es sei denn, wir haben die Eigentümer, dann kriegen die natürlich auch einen Brief oder per Post, aber sonst verteilen wir auch händisch. Okay. Kommen wir mal drauf an, wo es was ist. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Wege. Okay. Und ist es dann auch so, wenn ein Angebot reinkommt, dass du alles selbst anschaust oder macht das doch dann mittlerweile schon teilweise ein Team von dir? Du guckst gar nicht an, die wissen ganz genau, worauf sie schauen müssen? Oder? Wir haben ja viele Wohnanlagen im Bereich, wo ich bin, oder Straßen in dem Bereich, wo ich bin. Da habe ich schon mehrere Immobilien oder Wohnungen oder Häuser eben auch gehabt. Da kenne ich den Typ, da kenne ich den Wohnungstyp, den Haustyp und so, da brauche ich nicht extra hin. Da kriege ich ein paar Bilder und die Zahlen, das reicht mir. Ich schicke natürlich immer noch mal dann zur technischen Überprüfung jemanden vorbei, aber das ist dann schon, wenn der Kauf eigentlich schon perfekt ist und der Kaufvertrag eben vorliegt. Also lässt du dann immer noch ein Gutachten erstellen quasi von einem Gutachter? Nein, nicht von mir, eine Vertrauensperson von mir, die eben technische Bewandtnis da eben hat und das eben checkt. Weil die Angaben der Eigentümer leider ja nämlich nicht immer so korrekt sind. Es kann mal sein, dass das Haus dann doch kleiner ist als angegeben. Oder dass die Heizung nicht 10 Jahre alt ist, sondern 18. Und das müssen wir natürlich checken, damit wir das beim Kaufvertragstermin oder im Kaufvertrag berücksichtigen können. Vielleicht ist dann auch schon mal, ist es schon mal wichtig, dass man dann doch vielleicht noch den Preis auch mal ein bisschen korrigiert, wenn die Angaben nicht stimmen. Und würdest du auch mal... Nee, ja. Du, sag du zuerst. Vielleicht kennt ihr das, wir kaufen ein Auto.de, ähnliche Sache. Wenn du da dein Auto eben anbietest online, kriegst du einen ungefähren Preis, bei uns ähnlich. Und dann wird eben eine Vor-Ort-Gutachten nochmal erstellt, dann musst du dann mit deinem Auto hin und dann wird eben geguckt, sind die Angaben richtig gewesen, die du gemacht hast.
und oder sind doch mehr Mängel da, als angegeben wurden. Und ähnlich machen wir das eben auch. Wir machen, bereiten alles vor, wir kaufen ziemlich schnell innerhalb von 48 Stunden, ja oder nein. Und dann, ja, wenn es dann eben so ist, dann machen wir danach erst die technische Prüfung. Behältst du auch manchmal irgendwas im Bestand oder verkaufst du alles weiter? Nö, ich habe auch einiges im Bestand, ja. Aktuell habe ich ein bisschen abgebaut, jetzt bin ich aktuell unter 200 Einheiten, weil ich eigentlich auch letztes und vorletztes Jahr gedacht habe, wir sind oben angekommen am CD, das ist alles super, dann habe ich das abverkauft. Im Moment habe ich eine gute Kriegskasse und ja, warte wieder drauf. Ich habe aber eine große Sache noch in Planung mit fast 45, vielleicht auch 50 Apartments, was wir neu bauen. Mhm. Und ja, sonst eben auch noch einen guten Bestand, der uns eben das passive Einkommen, was wir ja alle wollen, sehr, sehr gut sichert in Höhe der, ja, in einer guten Höhe. Ja. Ja, das hört sich doch gut an. Und wenn du sagst, du hast eine gute Kriegskasse, dann arbeitest du wahrscheinlich aktuell auch gar nicht mit Banken zusammen, oder? Machst alles Cash? Ja. Das ist ein Cash-Geschäft, das ist ein schnelles Geschäft und da muss man eben auch flexibel sein, dass man auch kurzfristig eben das Geld zur Verfügung hat. Deswegen rate ich auch jedem, der startet, sucht euch private Investoren, Dealpartner eben, die eben das Kapital haben, weil umso schneller du bezahlen kannst, umso bessere Rabatte bekommst du. Ah, okay. Das ist das schnelle Zahlungsmittel, immer ein Rabattdruckmittel, nochmal ein kleines. Ja. Und wie lange dauert das? Also jetzt mal angenommen, heute kommt ein Deal rein, wo du sagst, hey, den kaufen wir. Wie lange dauert das, bis du den wieder verkauft hast? Beziehungsweise bis das Geld vom Verkauf wieder auf deinem Konto ist? Wie lange dauert dieser Prozess? Es sind ja zwei Sachen. Einmal machen wir einen Kaufvertrag, wo wir natürlich in den Bedingungen Zahlungsziele vereinbaren, die wesentlich länger sind, als wir dafür brauchen, um die Immobilie aufzuwerten und wieder zu verkaufen. Sagen wir mal, ich kaufe heute die Immobilie per Notarvertrag, bekomme die Schlüssel und dann geht übermorgen, sagen wir mal, erstmal das technische Team rein, um zu checken, was muss jetzt genau gemacht werden, wer macht was, wann was in der Immobilie, was muss, wie gesagt, genau bearbeitet werden. Und dann werden eben die Leute, die das machen müssen, beauftragt eben kurzfristig, dass sie das machen. Ich versuche immer innerhalb der ersten 2-3 Wochen die Wohnung oder das Haus zu renovieren, dass es nach 4-5 Wochen wieder auf dem Markt ist. Oder na, sagen wir maximal 6 Wochen. Im Moment haben wir ein paar Objekte, die brauchen ein bisschen mehr Arbeit, deswegen sind wir jetzt im 6-Wochen-Rhythmus drin. Und dann wird es eben wieder angeboten, dann haben wir ein bestimmtes Verkaufssystem, dass wir eben auch den optimalen Preis mit den besten Bedingungen wieder von dem besten Käufer bekommen. Und die Finanzierungssache ist ja dann später, sagen wir mal, ich habe jetzt ein Zahlungsziel vereinbart mit 12 Wochen, bin nach 6 Wochen auf dem Markt. Also das heißt, ich habe noch 6 Wochen bis zu meinem Zahlungsziel. Und dann vereinbare ich mit dem Käufer in der Regel auch diese 6 Wochen Lieferungsfrist und Zahlungsfrist. Das ist theoretisch das gleiche Datum, zu dem ich zahlen müsste. Mhm. Aber rechtlich gesehen muss ich dann früher bezahlen, damit mein Notar sieht, du hast schon bezahlt. Der Verkaufsabtrag geht durch. Somit wird dann auch erst der Käufer, mein Käufer angeschrieben und sagt, okay, die Voraussetzungen sind erfüllt. Der erste Kaufvertrag ist durch. Die zweite Kaufvertrag kann abgeschlossen bzw. durchgeführt werden. Unterschrieben ist der schon dann. Ne? Das machen wir innerhalb von 6-8 Wochen nach Kauf. Und dann versuche ich immer eine 4 Wochen Zahlungsziel zu vereinbaren mit dem Käufer. Okay, ja, das ist natürlich super. Dann bist du ja immer ganz schön kurz nur drin mit deinem eigenen Geld in dem Deal. Es könnte noch schneller gehen, wenn das Amtsgericht schneller arbeiten würde. Das ist immer unser springender Punkt. Wir haben ja teilweise Probleme, dass wir 3 Monate darauf warten müssen, eine Auflassung zu erklären, beziehungsweise dass sie ja noch eingetragen ist. Und es ist theoretisch nicht schlimm, nur der Käufer finanziert in der Regel 110%. Und die finanzierende Bank möchte natürlich die Sicherheit der Immobilie haben, bevor die auszahlen. Und das ist eben unser Problem, dass das Amtsgericht eben nicht so schnell ist wie wir. Ja, wir haben da auch Möglichkeiten, dass es eben schneller geht, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man dafür kein Geld braucht. Und, oder beziehungsweise, wie es früher war, früher, noch vor 10, 12 Jahren, konnten wir den Kaufpreis, den wir erzielen, mit dem Einkaufspreis verrechnen auf einem Notar-Anlagekonto. Das war eine richtig geile Zeit, da brauchtest du eigentlich kein Geld, wenn du so gut warst, dass du alles handeln konntest, dass du theoretisch für 100.000 eingekauft hast und für 200.000 verkauft hast, zum gleichen Termin, dann hat dein Käufer 200.000 auf Notar-Anlagekonto bezahlt und der Notar hat dann 100.000 an meinen
meinen Verkäufer bezahlt. Und du hast den Rest bekommen. Genau, und den Spread dazwischen habe ich bekommen. Und der stille Gesellschafter hat auch einen Teil bekommen. Der stille Gesellschafter? Ja, das Finanzamt. Ja, ja, klar, gut. Im Endeffekt sind wir immer mit im Boot und das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil man hat ja so viele Vorteile auch als gewerbetreibender Immobilienhändler. Es ist ja nicht immer nur so negativ, wie alle das immer darstellen. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also du hast jetzt gerade von der Rendite gesprochen, von 100 Einkauf, 200 Verkauf. Sind es dann so die Regionen, in der du dich auch wirklich bewegst oder war das nur ein Beispiel? Nein. Das war jetzt nur ein Rechenbeispiel, damit man das eben einfacher vielleicht darstellen kann. Ja. Bei uns, wir kalkulieren mit 20-30%, mindestens 20.000 pro Deal. Sind viele bei uns im Norden oder Hannover Raum und so sind auch wirklich Deals dabei oder auch im Ruhrgebiet, wo wir 20-30.000 nur an einer Immobilie haben. Wir haben auch Highlights dabei, aber das sind mir eigentlich so die liebsten Sachen, die so in dem Rahmen sind. In meinen Coachings ist aktuell der Durchschnitt 36,5%. Im Durchschnitt pro Deal gewinnen. Mhm. Aber wie gesagt, der günstigste ist jetzt 18.000. Ich hatte sogar noch einen mit 17.000, aber der wirklich nachgewiesene Deal ist aktuell der Mindestgewinn von 18.000, der eben erzielt wurde durch mein System. Ja. Der höchste 257.000 oder so bei einem Deal. Ja. Das ist schon krass. Und die meisten machen ja eben auch diese Brot- und Buttermobilien, wie von mir empfohlen. Und da ist eben dann schon, ist es schon gut. Im Durchschnitt in Deutschland liegen wir bei 1.850 Euro bei einer Eigentumswohnung im normalen Bereich. Und wenn du dann da 30.000, 40.000 dran machst, ist es schon ein richtiges Highlight. Das dreimal im Jahr ist schon ein gutes Einkommen. Und wie ist es, hast du dann auch irgendwelche Tipps so für Bausubstanzprüfungen und so? Weil klar, wenn man jetzt mal einen Deal einkauft und man denkt, hey, ich mache 30% Gewinn, aber am Ende des Tages war die Bausubstanz nicht so, wie man gedacht hat im ersten Blick, dann kann es auch mal schnell ein Verlust sein von 20.000 bis 30.000 oder noch mehr. Hast du da Tipps vielleicht, wo du sagst, hey, lest dir das auf jeden Fall durch, bevor du deine erste Immobilie kaufst, von Bewertungsseite her? Ganz, ganz genau. Ich meine, es sieht immer schön aus und gerade bei uns Vorher-Nachher-Bilder und dann eben 40.000 verdient. So einfach ist es nicht. Man kann unheimlich viele Fehler machen, selbst wenn man schon ein paar Mal gemacht hat. Die größten Fehler im Immobilienhandel machen eigentlich die meinen, ich kann alles. Und genau die sind da bei mir auch nach dem zweiten, dritten Mal Coaching. Die haben zwar Geld verdient an ihren Immobilien, haben aber 20.000, 30.000 liegen gelassen, weil sie nicht systematisch eingekauft haben, nicht systematisch aufbereitet haben und auch nicht mit System verkauft haben. Also da kann man schon viele Fehler machen. Das, was ich euch rate, ist einfach, guckt euch so viele Immobilien an wie möglich. Besprecht das auch zum Beispiel in den Stammtischen, wenn ihr in einem aktiv seid und sucht euch Leute wie eben Fachleute, die sich damit auskennen. Erstmal anschauen, mit Leuten sprechen, das ist so wichtig. Und Fachlektüre, ich kann dir gar nicht wirklich was empfehlen, was man lesen soll, um wirklich die Bausubstanz. Die meisten wirklichen Sachen sind ja offensichtlich, wenn was kaputt ist, wenn du selber einziehen würdest, was du sagen würdest, das ist bemänglich. Und wohnen können wir ja alle, das ist ja das Schöne bei Immobilien. Ja. Wir sind ja eigentlich schon so ein bisschen Experten, weil wir wohnen ja schon. Wir kennen uns ja mit Immobilien aus. Ja. Wir wissen ja schon, wie man so ein Ding handhabt. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du unsicher bist, vielleicht mal dann auch mal mit einem Sachverständigen reingehen, um einfach, oder vielleicht einfach nur die Fotos oder wenn du Videos machen kannst bei Besichtigungsobjekten, Besichtigungsterminen, einfach mal mit Fachleuten durchsprechen. Zum Beispiel bei uns auch in der Gruppe sind auch viele, die sind sich unsicher und die posten dann Videos oder malen Fotos und fragen die anderen in der Gruppe, Mensch, was haltet ihr davon? Wie schätzt ihr den Aufwand? Lohnt sich das nicht? Ja. Gerade bei Anfängern ist das große Problem, die kaufen zu billig ein, weil die kaufen echt teilweise total schön ein, weil es billig ist, weil alle raten, ja, du musst billig einkaufen. Ich kaufe gar nicht billig ein. Ich zahle eigentlich den normalen Marktpreis, ziehe dann die Reparaturkosten wieder ab und habe dann eben meinen Einkaufspreis. Ich kaufe nicht super, super billig ein. Und dann durch meine spezielle Aufbereitung steige ich natürlich den Wert. Das sollte weniger sein, als ich vorher abziehe. Und dann bekommen wir eben auch durch unser systematisches Verkaufssystem mehr Geld als die anderen auf dem Markt, weil wir einfach bessere Produkte dem Endverbraucher präsentieren. Und eben auch, was ganz, ganz wichtig ist jetzt, die Finanzierungsquote ist bei uns
110%, das, was für unsere Immobilien eben auch finanziert werden kann, auch von jemandem, der kein Eigenkapital hat. Das kannst du bei den meisten Brot- und Butterimmobilien, die so auf dem Markt sind, nicht, weil die Banken hohe Abschläge machen für Reparaturkosten, Sanierungskosten. Und das müsste dann aus Eigenkapital geleistet werden. Und das machen eben viele Banken nicht mit. Und weil eben die Verbraucher kein Eigenkapital haben oder wenig Eigenkapital haben. Okay. Gerade im unteren, in der unteren, im unteren Bereich. Okay, und dadurch, dass du so super sanierst und die Wohnung so perfekt darstellst, ich habe ja auch schon einige Bilder gesehen von den Immobilien, die du vermarktest, die sehen ja echt sehr, sehr gut aus. Dadurch sagt der Banker, hey, easy, hier 120% zu haben. Genau, ja, weil eben keine zukünftigen großen Renovierungsmaßnahmen da eingeschätzt werden und dann eben die Immobilie abgewertet wird. Ist auch ganz normal, wenn du ein Auto kaufst, was frisch durch den TÜV ist, vielleicht neue Bremsen gekriegt hat und top aussieht, keine Roststellen hat und so weiter, ist ja vom Verbraucher auch genau das, was er will. Ja. Wir bedienen ja nicht den Schnäppchenjäger auf dem Markt. Ich höre immer wieder, so kann man gar nicht einkaufen, man kann nicht so viel Geld daran verdienen, weil die Leute einfach die Zielgruppe nicht kennen, die wir bedienen. Wir verkaufen an Endverbraucher, die selber da drin wohnen wollen. Und die gehen auf den Markt, haben eine bestimmte Größe, haben eine bestimmte Quote von ihrer Bank mitgekriegt, was sie ausgeben können. Und die suchen die beste Immobilie, die sie für ihr Geld bekommen. Und da sind sie meistens bei uns dann. Zumindest in den Gegenden, wo ich arbeite oder auch Leute, die von mir gecoacht wurden, arbeiten. Wir kriegen Top-Preise und meistens sogar noch mehr, als wir am Anfang kalkuliert haben, weil wir einfach ein tolles Produkt haben, wo die Leute so einziehen können. Und das ist ja auch eine Win-Win-Win für alle. Wir kaufen eben von jemandem was, der schnell loswerden möchte, der schnell verkaufen möchte, wo die Immobilie auch ein paar Probleme hat. Dann werten wir die eben auch vernünftig. Es muss alles funktionieren, es muss alles sauber sein, es muss alles auch gut riechen und gut aussehen natürlich. Und dann geben wir das eben Leuten, die eine Immobilie kaufen wollen, wo sie sich gleich vom ersten Anblick wohlfühlen und die sie dann auch voll finanzieren können. Und dann geht es nur noch um die Rate. Ja, die Rate, was bezahle ich im Monat, nicht mehr um den Kaufpreis. Das ist natürlich sehr cool. Würdest du auch manchmal das empfehlen, die Kaufnebenkosten auf den Verkäufer umzulegen? Ja, auf den Käufer umzulegen? Ja. Das ist ja eine Sache der Bedingungen, der Verhandlungsspiele, die wir treiben. NK-Split ist bei uns eigentlich Standard, ja. Ja? Mhm. Und wenn die dann nicht zahlen, dann haftest du dafür. Wofür hafte ich? Natürlich, das ist in jedem Kaufvertrag. Das ist in jedem Kaufvertrag so. Wenn der eine nicht zahlt, muss der andere zahlen. Zusammen haftbar in jedem Kaufvertrag. Das ist eben so. Mach eben Geschäfte mit Leuten, mit denen du vertraust. Sonst lass es. Egal, in jedem Bereich. Wenn du Bedenken hast, lass es. Alles klar, super. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Einblicke in deine Brot- und Butter-Immobilienwelt. Ja, meine Fix- und Flip-Welt, ja. Aber das ist schon wirklich ein Immobilienzirkus. Man braucht auch erstmal Zeit, um sich in diesen Markt reinzufressen. Aber dann, wenn man dann so ein paar Immobilien gemacht hat, du bist ja nun auch am Start, aber die beste ist nicht, der erste Deal ist nicht der beste, aber der wichtigste Deal. Man muss starten, man muss anfangen. Und wenn man, wie ich auch immer sage, jungen Investoren, geht los, sucht für andere Investoren, zum Beispiel auch für dich. Fabian, es ist ja auch so, wenn du jemanden fördern kannst, der die Immobilien, tolle Immobilien-Deals bringt und dich vielleicht sogar als Mentor gewinnt. Was gibt es Besseres für jemanden, der dann im Immobilienbereich starten möchte? Ne? Ja, wir haben jetzt auch schon mal welche zugeschoben bekommen. Dann zahlen wir immer eine kleine Tippgeberprovision, Win-Win-Situation. Gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Auf jeden Fall. Und so habe ich auch gelernt. Ich habe meine erste Immobilien von einem Immobilienhändler gekauft und der hat dann, für den habe ich dann eben auch Laufbursche gespielt, war auf der Suche nach Immobilien für ihn, habe dann für ihn auch Wohnungen verkauft, habe natürlich dann auch Akquise betrieben, wirklich wie ich es heute noch mache, durch die Straßen laufen, Postkarten verschicken oder verteilen. Ja. Und das kann jeder, auch ohne Eigenkapital, so anzufangen, sich den Marktkenntnis zu erarbeiten und dann natürlich auch für zum Beispiel Fabian Deals zu finden. Machst du eine persönliche Ansprache rein in die Postkarten? Ja, auf jeden Fall. Meine Frau und ich steht immer bei uns drauf. Ja. Wir haben auch den Empfänger. Wie bitte? Den Empfänger. Sprichst du den persönlich auch an? Nein, nur wenn wir schon mit dem Kontakt hatten, also persönlichen Kontakt oder wirklich, dass er angerufen hat, dann kriegt er persönliche Post von uns. Oder eben auch Eigentümer aus Eigentümergemeinschaft. Die werden auch direkt angesprochen. Ja. Okay. Interessant. Und neulich habe ich noch die Frage gestellt an den Bauträger. Also es ist ein ziemlich großer Bauträger aus Deutschland, die bauen sehr viele Einheiten.
Und ja. Dann habe ich gefragt, hey, wie seht ihr eigentlich die Marktsituation aktuell? Seht ihr das alles ein bisschen kriselig an? Also es ist schon ziemlich teuer alles und so. Seht ihr da irgendwie eine Krise kommen oder irgendwas? Und dann haben die gemeint, die haben jetzt irgendwie in Frankfurt in ihrem aktuellen Projekt Neubauwohnungen, also extrem teuer vertrieben, 70% Eigenkapitalkäufer gehabt, ohne Finanzierung. Mhm. Also schon krass. Du hast ja eher die finanzieren dann, weil sie Eigennutzer sind. Ja. Und wie ist die Situation? Also klar, wenn man so eine Strategie fährt wie du, denke ich mal, wenn eine richtig heftige Krise kommt, wird man gar nicht so arg betroffen sein, denn man hat ja tolle Deals am Start. Ja. Aber so grundsätzlich, wie schätzt du die Marktsituation ein? Du bist ja auch schon lange dabei, hast auch mal schon die ein oder andere Situation mitgemacht, wo es halt nicht so toll war, sage ich jetzt mal. Genau. Wie schätzt du die Situation ein? Genau deshalb mache ich, was ich mache, tue, was ich tue. Ich konzentriere mich eben auf Immobilien, die immer gehen, in schlechten wie in guten Zeiten. Die werden immer gebraucht. Das ist immer die unterste Kategorie der Eigentumswohnungen bis zur Mittelklasse, untere bis zur Mittelklasse und auch eben im Bereich Reihenhäuser, Doppelhaushälften. Das geht immer. Und der Verfall wird ja auch nicht so, alle reden von der Blase, als wenn von heute auf morgen die Immobilien nur noch die Hälfte wert ist. Das ist ja gar nicht wahr. Wir merken es ja, dass es runtergeht. Und wir als Immobilienhändler sind natürlich sehr, sehr nah am Markt. Wir sind mit der Nase auf der Straße und merken schon, wenn der Preis runtergeht, wenn die Nachfrage fällt, wenn die Banken auf einmal sagen, wir finanzieren doch nicht mehr 110% und so weiter. Es ist ja so ein Rauschen dann schon zu hören, wenn du am Markt bist. Ja? Mhm. Wenn du natürlich zurückkommst, guckst jetzt die letzten 14 Jahre, es ging ja nur so hoch. Aber ich kenne es hoch, runter und ganz schwarze Löcher. Ja? Höhen und Tiefen und ganz schwarze Löcher. Mhm. Man muss eben aufpassen. Bei den Bauträgern es ist natürlich auch so, die Luxuswohnungspreise sind schon wieder drastisch gefallen. In allen großen Städten, Berlin, Hamburg und Frankfurt und München auch, die sind nicht mehr so zu erzielen, wie es war. Mhm. Das ist natürlich schon ein Indikator dafür, dass es nicht mehr alles gekauft wird. Wenn wir es aber vergleichen mit den durchschnittlichen Preisen, ich sagte ja vorhin, 1850 Euro ist die durchschnittliche Eigentumswohnung in Deutschland. Mhm. Wir haben Gegenden mit 300, 400 Euro und natürlich 15.000, 18.000 pro Quadratmeter. Wenn du dich aber in der Mitte befindest, 1850, und das geht mal 10% runter, dann verdienst du eben 10% weniger. Ja, ja, klar. Aber du kaufst auch 10% weniger ein, weil dann ist es in den Medien, oh, der Immobilienmarkt bricht zusammen, Katastrophe und so weiter. Nur ist ja gar nicht so. Selbst in Amerika war es ja auch über die Zeit, als es da 2007, 2008 geknallt hat, über die Zeit ist es ja auch runtergegangen und nicht auf einmal von heute auf morgen. Natürlich, der Effekt kam von heute auf morgen durch die Pleiten der großen Banken, aber dann wurde es ja die Verwertung langsam über eine ganze Zeit gemacht. Mhm. Ja. Okay, macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst, bin ich bei dir. Und jetzt habe ich noch eine Frage abschließend. Und zwar, ja. Du hast empfohlen, mit einem Investor zusammenzuarbeiten. Gerade die jungen Leute haben oft vielleicht noch kein Eigenkapital, haben aber einen coolen Deal, wo sie sagen, hey, vielleicht könnte ich da was draus machen. Wenn da jetzt einer kommt, ein Investor sich reinnimmt, sich dafür entscheidet, was sind gute Bedingungen deiner Meinung nach, die man mit einem Investor verhandeln kann? Also klar, wird ein Investor sagen, ich will die Hälfte vom Gewinn haben im ersten Moment. Ist das gut? Sollte man sich darauf einlassen oder soll man dann nachbauen und einen anderen finden, eine bessere Kondition verhandeln? Ich würde eben, wenn du schon wirklich marktorientiert bist und auch ein bisschen Ahnung vom Markt hast, den Markt kennst und der Investor auch weiß, dass du so ein bisschen aktiv auf dem Markt bist, würde ich gleich die Regeln festmachen und sagen, pass auf, wir machen das so. Wir haben zum Beispiel einen Einkauf von 80.000, Aufwertungskosten von 20.000 mit Nebenkosten und der zu erzielende Preis oder der von uns kalkulierte Preis ist 140.000. Wir machen es immer so, dass wir eben 25% Gewinnbeteiligung für diese 100.000, die wir ja die brauchen, an die Investoren geben. Es kann mal sein, dass es nur 4 oder 6 Wochen gebraucht wird. Wir gehen aber von 3 bis 6 Monate aus. In der Regel ist es aber so, dass es innerhalb von unter 3 Monaten wieder zurückgezahlt wird. Und wenn der Investor das 4-mal macht, hat 10.000 Euro Gewinn auf 100.000 Investment, dann macht er 40%. Im besten Falle. Manche sogar mehr. Ich habe jetzt jemanden, der kauft wöchentlich Eigentumswohnungen, ganz speziell Eigentumswohnungen und finanziert nur mit Privatgeldern über private Investoren. Und der macht es genauso. 75% bleiben bei dem, der alles macht und so. Der kauft auch auf seinen Namen und der Investor mit 25% ist eben einfach nur der stille Geldgeber. Der gibt dann einfach ein Darlehen, wo quasi im Darlehen als Verzinsung das so geregelt ist. Richtig, er gibt ein Darlehen
was eben an diesen Deal aber gekoppelt ist. Nicht ein allgemeines Geschäftsdarlehen, sondern eben an diesen Deal gekoppelt ist. Und an diese Immobilie eben auch gekoppelt ist. Und dann gibt es eben eine Abrechnung für den Profit und aus dem Projektprofit erhält er 25%. Okay. Muss man nur aufpassen, dass man nicht auf die Spitze treibt mit den Investoren wegen der BaFin, oder? Ich glaube, da kommen wir alle nicht hin in diesem Bereich, wenn du nur Einzelprojekte finanzierst. Du müsstest ja mindestens, ich glaube, 30 oder verschiedene haben. Mhm. Deswegen sage ich, such dir 5, 6 Investoren. Dann kannst du auch 5, 6 parallel machen. Es gibt aber auch Investoren, die haben Geld, viel Geld. Die können auch mal 5 oder 8 Millionen investieren. Es gibt aber auch welche, die haben eben nur 100 oder 200. Ich würde mir für ein Objekt maximal 2 Investoren suchen. Wenn es jetzt, ich weiß ja nicht, in ganz Deutschland ist groß. Bei den einen kaufst du eine Wohnung für 40.000 ein. Die gleiche Größe kann eben in Stuttgart dann 400.000 kosten. Ja, hier ist schon teuer im Süßen Deutschland. Ja, natürlich, aber wie gesagt, der Durchschnitt ist ja auch entscheidend. Was ist in Deutschland der Durchschnitt? Und wir haben ja Investoren aus der Schweiz, aus Österreich, die eben in Ruhrgebiet investieren, Münchner, die in Hamburg, Hannover investieren. Die fahren eben dann einmal, zweimal die Woche dahin und machen aber ihre Geschäfte da auch. Und wir haben ja einen hohen Profit, wenn es läuft, wo man sich dann auch mal erlauben kann, einmal im Monat, zweimal im Monat vielleicht von Hamburg nach Hannover zu fliegen. Quatsch, von München nach Hannover zu fliegen. Kennen wir einige, die da eben in dem Bereich arbeiten. Ne? Ja klar, weil in München ist es einfach dann schwieriger, meinst du? In München haben wir die höchsten Gewinne von den Leuten, die eben aktiv in München und umzu sind. Die haben eben natürlich auch den Vorteil, dass sie mehr investieren, aber pro Deal mehr verdienen. Ja, ja. Da investierst du dann eben für eine Wohnung 400 und kriegst, sagen wir mal, 500 wieder. Ich muss dafür 4 oder 5 Deals im Bereich Bremen-Hannover machen, bei den kleineren Immobilien, weil wir eben mit weniger Marge rechnen, pro Deal. Prozentual fast das Gleiche oder ist das Gleiche, pro Deal aber ausgezahlte Euros. Ja, gehen wir mit 25.000 pro Deal nach Hause und die mit 100, das heißt, ich muss 4 Deals machen, wenn die nur einen machen. Die ist einfach so in München. Ich bin auch mit einer Partnerin da aktiv und nur Eigentumswohnungen, nur 3-Zimmer-Wohnungen, fast, sagen wir mal, 6, 8 Stück im Jahr, alles immer Profite über 100.000 Euro. Das hört sich doch interessant an, auf jeden Fall. Ja, ist doch viel geiler. Ich meine, brauchst du viel weniger arbeiten für das gleiche Geld, was ich hier machen muss. Überleg mal. Ob du musst aber halt mehr auf hinlassen. 6 machst oder 24. Was muss ich hier vor Ort betreiben, dass ich den gleichen Profit mache im Endeffekt. Ne? Ja, klar. Also auf Sylt auch zum Beispiel. Oder Ostsee, die ganze Ostseeküste. Da habe ich auch verschiedene Leute, die es genau so machen und von mir gelernt haben. Und die haben auch höhere Profite im Bereich der Urlaubsimmobilien, der Ferienimmobilien. Ja. Auf Sylt? Auf Sylt zum Beispiel auch, ja, genau. Da brauchst du eben auch nur 3, 4 Deals im Jahr, um 400.000, 500.000 im Jahr zu verdienen, ne? Wenn du weißt, was du tust. Und wenn du es schaffst, da 30, 40 im Jahr zu machen, dann geht es richtig ab. Ja, aber es kommt darauf an, ob du dann auch in dieser hohen Marge 30, 40 machen kannst. Ne? Ja, das stimmt. Dann lieber ein paar weniger und hohe Marge lassen und weniger Stress und weniger Risk. Die meisten sind ja angefangen durch mein Rentnersystem, was ich ja schon immer oder schon ewig irgendwie mit Freunden auch dann mache oder denen das auch beigebracht habe. Das sind nur so 3 bis 4 Immobilien, die sie im Jahr kaufen. Das heißt, alle 3 Monate mal eine und eine dann auch behalten, um dann auch die Gewinne wieder reinvestieren, um dann eben auch weniger Steuern zu bezahlen. Ja. Oder eben in Immobilien, die du schon hast. Das ist so das Rentnersystem, um so ein bisschen was nebenbei zu machen im Limit im Bereich von 120.000, 150.000 Euro im Jahr, dass es so ein bisschen Spaß macht als Hobby. Alles klar. Super, dann vielen Dank, Oliver Fischer, für die ganzen Tipps, Mehrwerte, was du uns mitgegeben hast. Ich mache deine Links alle unter das Video, was du hast, Social Media Kanäle, Webseite, alles, schickst mir dann zu, packe ich alles unter das Video, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, und euch da draußen, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr eine Frage habt, einfach unter das Video kommentieren. Und wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten. Ich schaue drauf, genau. Und dann perfekt. Macht's gut. Ciao. Okay, bis dann. Bye, bye. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.